liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer regiert diese Welt? Wenn ich so eine Frage stelle, dann gibt es verschiedene Antworten. Ah ja, die große Koalition in Deutschland oder der Trump in USA. Und in verschiedener Weise kann man einfach sagen, wer regiert. Aber ganz ehrlich gesagt, regieren diese Menschen? Denn vielleicht ist es doch gut, nochmal zu fragen, was regiert die Welt? Was regiert die Welt? Eine gewisse Ideologie? Eine gewisse Weltanschauung? Eine gewisse Triumphidee? Oder ein gewisser Patriotismus? Oder eine gewisse Gier nach Macht, Geld, Position? Auf jeden Fall nicht die Menschen, die klein sind. Auf jeden Fall nicht die Menschen, die schwach sind. Auf jeden Fall nicht die irgendwo ja, mit der Farbe oder mit der Kultur lange bedrückt oder unterdrückt worden sind. An diesem Sonntag feiert eben die katholische Kirche in der ganzen Welt den sogenannten Christkönigssonntag. Da kommt ein Satz aus der Bibel hervor, der sagt, bei euch soll das nicht so sein. Jesus damals hat schon ganz stark dagegen gesprochen, gegen die Menschen, ganz besonders die wirklich nur für sich das Leben gelebt haben und die anderen Menschen buchstäblich unterdrückt haben. Eine Kirche, eine Gesellschaft, eine Politik darf nicht sein. Das ist die Warnung auch nach 2000 Jahren von Jesus Christus. Momentan leidet die Kirche auch groß von dem Missbrauchfall und dass verschiedene Studien gemacht worden sind. Einer der Hintergründe, warum das passierte, war eigentlich nicht unbedingt ein sexueller Missbrauch, sondern ein Machtmissbrauch. In der Gesellschaft, in der Familie, in den Vereinen oder in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen herrscht eben Macht. Menschen, die einfach sehr gern nach oben kommen wollen, ob das in der Kirche ist oder in der Gesellschaft, ja, sie wollen sehr gerne diese Macht, wenn sie bekommen haben, missbrauchen. Und dann dadurch entstehen ganz viele Verletzungen. Die Schwächeren werden benachteiligt. Und dagegen spricht die katholische Kirche momentan, dass wir eben wirklich anschauen, welche Machtposition wie genutzt wird. Jesus spricht dafür als ein großes Beispiel. Er sagt, wer der Große sein will, der Erste sein will, soll Kleiner sein, soll Diener sein. In dem Moment, wenn die Kirche oder die Politik Lebensräume schaffen, wenn sie ermöglichen, Menschen aufzurichten, in dem Moment, wenn jeder seine Talente und Begabungen für das Wohl aller Menschen geben kann, dann ist es eigentlich eine richtige Regierung, eine richtige Leitung und eine richtige Führung. Unsere Gesellschaft könnte viel davon lernen. Nicht, dass einer gegen den anderen spricht, eine Partei gegen die andere, nur aufgrund der Machtposition, sondern aufgrund des Wohl der allen Bürgerinnen und Bürger, allen Mitglieder in einer Kirchengemeinde. Ich würde mir auch selber wünschen, dass ich wirklich wie Jesus Christus für die anderen da bin. Auch wenn ich mich selber klein machen muss, dadurch bin ich bereit, weil Jesus Christus einer, der deshalb in diese Welt gekommen ist, deshalb hat für die Menschen gelebt hat und deshalb ist in den Tod gegangen ist und auferstanden ist. Einen ganz gesegneten Christkönigssonntag.